Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Uli Bertschi. Und zwar HCP Solms Vorbereitungsvideo Teil 15 Kaninchenschleppe. Und zwar wollen wir jetzt so langsam ans Eingemachte gehen und wir gehen schon relativ eine weite Distanz. So. Und wir machen die Schleppe schon genauso, wie sie dann an der Prüfung auch ist. Nur, dass jetzt dieses Mal der Schleppenleger, das bin ich, nicht hinten bleibt, sondern zurückkommt. Aber ich mache schon ein paar Winkel rein, mache schon eine relativ große Distanz, so dass der Hund eine anspruchsvolle Spur arbeiten muss und nicht einfach so losrennen kann und zufällig auf das Stück kommt. Also ein bisschen Wolle hier zum Anschuss, so ein bisschen herumschleppen und dann geht's los. Bis jetzt haben wir ja die meisten Schleppen dann mit dem Hund am Riemen gearbeitet. Das ändern wir jetzt. Er sollte eigentlich das System begriffen haben. Und jetzt ist es auch noch ganz wichtig, dass er die Distanz langsam macht. So, ganz wichtig, dass er jetzt ohne den Riemen selber Distanz entwickelt. Und sich auch traut, einige Meter weiter vom Führer zu laufen, bis wir auf dieser Distanz sind, wo die Prüfung dann auch verlangt. Das wären dann beim Kaninchen 300 Meter mit zwei stumpfwinkligen Haken. Und das ist für den Hund auch wieder ein Lernprozess. So, ich scharre jetzt hier noch ein bisschen die Erde auf, so dass es wirklich ein ganz gutes Witterungsfeld gibt. So, laufe dann noch so weiter und gehe dann den Hund holen. Ich bin ja selber gespannt. Jetzt habe ich hier eine Schleppe gelegt. Ist noch eine Katze mitten auf der Schleppe. Dort in Lauerposition auf ein Mausejagd gewesen. Und ich musste die zuerst vertreiben. Das ist natürlich jetzt erschwerte Disziplin. Aber das kann ja an einer Prüfung auch passieren. Deshalb, ich bin jetzt unglaublich gespannt, ob das funktioniert. Also, der Hund ist vorbereitet mit einer Durchlaufleine. Warte. So, ich gehe kurz zum Anschuss, gucke den an, mache aber nicht so ein langes Zeremoniell wie zum Beispiel auf der Schweißfährte und setze den Hund an. Boris. Oh, lala. Oh, ja, 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 ja. Oh, lala. So, ja, jetzt hat er es endlich begriffen, aber jetzt kommt er dann schon an die Stelle, wo das Kätzchen gewesen ist. Ja, der Winkel ist nicht übel, aber das Ansaugen hat mir noch nicht ganz gut gefallen. So, jetzt wieder eingependelt.
Die Witterung ist natürlich unglaublich frisch, jung, und das verleitet den Hund auch, nicht so genau zu arbeiten, aber was er gemacht hat, hat mir ganz, ganz gut gefallen. Ich habe lieber ein bisschen mehr Motivation nach vorne. So, als dass der Hund überhaupt nicht geht. Genial, hat das Kaninchen aufgenommen, kommt auf direktem Weg zurück. Was will man da mehr? Sensationell. So, er hat das Kaninchen nicht ganz so schön gegriffen. Ah, doch, sieht gut aus. Wow, sensationell. Du bist so gut, Boris. Wow. Boris, aus. Wow, sauber gesehen. Das ist gut. Jawohl, das gibt getrocknete Lungenstückchen, Käse. Ja, und sonst noch ein Goodie. Nicht in den falschen Hals kriegen, das ganze Zeug. So, und jetzt noch. Oh la la. Den Ball. So. Also, meine Lieben, was ich hier zeigen wollte, ist, jetzt umschalten, nicht mehr alles am Riemen arbeiten. Der Hund muss lernen, jetzt selbstständig das auszuarbeiten. Die Distanz vom Führer weg zu machen, sich zu trauen. Er muss sich jetzt auch selber einpendeln können, wie man das ganz gut gesehen hat bei Boris. Ist nicht verkehrt, dass er da arbeiten muss, sich einpendeln muss, bis er die Fährte hat. Und so können wir dann die Distanz ausbauen bis 300 Meter oder sogar mehr. Dass es einmal, zweimal, dreimal vor der Prüfung sogar noch weiter geht als die 300 Meter. Das sind aber dann unglaubliche Distanzen, wo dann der Hund aber richtig gefordert ist. Denn schon 300 Meter sind eigentlich ungefähr 400 Schritte. Und wenn man das läuft, denkt man, das hört aber nie auf. Ja, in dem Sinn, bleibt gesund und immer schön negativ. Macht's gut und viel Spaß beim Umsetzen. Tschüssi, ciao, ciao. Oh.